Okay. Ach du Scheiße! Scheiße, wie laut der ist hinter mir. Hi Leute, im heutigen Video werden wir an meinem Auto die Fächerkrümmer verbauen samt Rennkart. Ich zeige euch jetzt direkt, wie die Verpackung aussieht, die ich mir bestellt habe. So, das ist der Kart. Aber zuerst kommen wir zu den Fächerkrümmern. Und so sieht das Ganze aus. Hier ist schon mal ein Teilegutachten. Und hier sind die Fächerkrümmer dann. Einen Krümmer habe ich schon mit Wärmeschutzband bearbeitet. So, alle Befestigungen sind dabei. Und dann noch so zwei Verlängerungsrohre, die wir heute verbauen werden. Aber die ganze Geschichte funktioniert nur, wenn man auch die Cuts hier verwendet. Normalerweise kann man die Cuts auch so bestellen, hier mit solchen Teilen. Da die Auspuffanlage bei mir zweiflutig ist, habe ich mir so eine Variante bestellt. So. Die heißen Spoon mit einem 50 mm Durchmesser. Ich habe mir solche bestellt, weil wir zwei Stück brauchen, und damit sie nebeneinander passen, habe ich mich halt für solche Variante entschieden. So, das ist dann das Wärmeschutzband und Kabelbinder. Lass uns loslegen. Der Flansch. Ja. Und das ist ganz normales Blech. Ja. Und da wird das von innen wird das hier verschweißt. Mhm. Und dadurch hast du hier halt immer mal so eine Verengung. Mhm. Und kann man den Originalen dann theoretisch hier ein bisschen aufbohren? Bringt das was? Kann. Oder platzt der dann auf? Was? Ja. Da ist nachgeschliffen. Ja. Weggeschliffen. Ja. Dass du also den vollen Durchsatz hast. Mhm. Das ist schon deutlich größere Durchmesser. Ja. Nur wenn du hier dran schleifst, ja, die Platte ab. Ja. Funktion hast du, also hier hast du mehr Staudruck drin. Ja. Weil von allen dreien geht das alles in so ein kleines Röhrchen. Mhm. Und da hast du hier eine Verwirbelung drin. Ja. Zieht halt nicht ab. Sondern beim Fächerkrümmer, dadurch, dass das hier unten erst zusammenkommt, ist das wie eine Sogwirkung. Ja, genau. Weil der saugt die zünden die ja nicht Abgase, gleichzeitig, sondern die zünden ja, nach, der saugt einer die Abgase direkt. Ja, so kann man sagen, der saugt sie raus. Also wenn hier gezündet wird und die Abgase hier rausgeblasen werden, bevor hier noch gezündet wird, hast entsteht du hier schon Unterdruck. Genau. Und wird hier sozusagen herausgesogen. Genau. Und ich habe mich halt für Schmiedmann entschieden, weil hier auch die Nummer, Teilenummer ist. Und der Preisunterschied zu einem No-Name-Produkt ist halt gering. Ich glaube 50 Euro oder so. Und so habt ihr ein normales Markenprodukt, was ihr auch eintragen könnt. Das war halt auch der Hintergedanke. Und guck mal, die Schweißnaht hier, wie die verarbeitet ist. Hier das Ganze sieht eigentlich alles ganz gut aus. Der Vorschalldämpfer entfällt schon mal und hier kommen dann die Metallcuts. Die ersetzen bei uns diese Cuts, die hier verbaut sind. Also statt diesen beiden bei TU-Motoren oder bei M54 ist ja genau das gleiche. Die Cuts, die können wir einfach nicht hier dran schweißen, das geht so nicht. Die kommen ungefähr hier hin. Hier werden die platziert nebeneinander und hier hinten werden dann die hinteren Lambdas noch verschraubt, so dass man auch die richtigen Werte beim Steuergerät bekommt. Das sind die Zellen. Ja. Das ist jetzt normal. Mhm. Normaler Durchlass. Viel größer. Da kannst du durchgucken. Ja, genau.
Also bessere Durchluften sozusagen. Ja. Erhöhter Durchsatz. Die beiden hinteren Schrauben vom Krümmer, die und die. Ja. Und die unteren drei. Ja. Die kriegt man von unten los. Mhm. Nicht und der Rest von oben, genau. Und zeig mal dein Spezialwerkzeug, das ist nämlich richtig geil hier. Ohne diesen Ding hätten wir bestimmt 2-3 Tage gebraucht. Das ist cool. Also das hat auf jeden Fall viel Zeit gespart. So Leute, die Auspuffanlage ist jetzt endlich fertig, aber wir haben jetzt uns an etwas andere Arbeit rangemacht. Und zwar, was machen wir gerade, Matthias? Halber Motor jetzt ist... Die Hauptursache für Ölverlust beim Also das war ehrlich gesagt, ich hatte ja keinen Ölverlust hier am Stab. Alles Öl verschmiert von unten. Ganz genau. Die meisten denken, es wäre die Ölwanne. Machen dreimal eine Ölwannendichtung und dabei ist es einfach nur... Die hier, die kleine Dichtung hier. Die kleine Dichtung, die härtet mit der Zeit aus, wird pickelhart und dann drückt er da volle Kanüle das Öl durch. Und wieso kommen die meisten nicht sofort da drauf? Weil der Motor so... Der Motor ist schräg eingebaut. Ja, genau. Öl läuft immer nach unten. Das heißt, es läuft hier runter an der Ölwanne unten an den tiefsten Punkt. Und dann ist es nicht auf der Seite ölig, sondern gegenüberliegend. Der ganze Unterboden, alles ist voll Öl. Genau. Hier sieht man ja, dass es auch alles verschmiert ist und so. Ja. Direkt. Erstens mal den Luftfilter. Ja. Ansaugtrakt ab, den Behälter ab, Servo. Die Lichtmaschine raus, die Servopumpe, die ist einfach nur mit zwei Schrauben an dem ganzen Ölfilterflansch angeschraubt, die lässt man einfach nach unten hängen, ja, und dann holt man das Ding da raus. Beim Lichtmaschineneinbau, hier ist eine Buchse, die zieht sich beim Festziehen feste da rein und die vor dem wieder Einbau einfach größere Nuss hinten drauf und Schraubstock wieder zurückgedreht. Die Lichtmaschine abklemmt, rausbaut, entweder Batterie abklemmen oder wie wir es gemacht haben, oldschool-mäßig das isoliert. Mhm. Weil da ist Dauerplus drauf, wenn das jetzt hier irgendwo dann britzelt. Mhm. In Verbindung mit Bremsenreiniger, sehr schön. Außerdem war meine Lichtmaschine verstopft, ne, mit Laub hier. Mhm. Sieht man so schön, hier ist alles voller Laub. Die Schraube, die bei uns hier in den Deckel reingefallen ist, bringt wie viel PS nochmal? 2,5. 2,5. Minus 170 eigentlich. Weil laut die Internet die minus 170. Arbeitet sich an den Nocken von der Nockenwelle ab. Ja. Und dadurch wird die Nocke erhöht. Ja, verstehe. Durch den Abrieb von der Mutter. Mhm. Ja, aber Matthias, du verstehst nicht. Wenn er zu viel Leistung dann hat, dann musst du ja auch ein bisschen Wasser hier nachkippen, damit ja, das auch besser Kühlung. Funktioniert. Wegen der genau, Kühlung. So ist es. Wegen der Kühlung. Und niemals Öl hier rein. Nein. Immer Wasser. Natürlich. Öl kommt doch hier rein. Öl Wasser. Kommt da rein, das weiß doch jeder. Genau. Extra für euch will ich jetzt gucken, was der Vorbesitzer hier angestellt hat. Ihr habt ja vorher meine Auspuffanlage gehört. Ihr habt auch gefragt, was wurde da verändert. Ich habe euch immer wieder gesagt, der Vorschalldämpfer nur und ein Eisenbahn-Endschalldämpfer. Jetzt wollen wir extra nochmal den Vorschalldämpfer aufschneiden und gucken, was da wirklich gemacht wurde. Noch ein Blatt. Ja. Blatt Nummer 2. Normalerweise ist er durchgelaugt hier alles. Das heißt, sie haben einfach zwei Rohre nochmal drauf gesteckt, oder was? Nee, einfach ein Blech drum. Ach so. Einfach ein Blech drum und hier sieht man es nämlich, wie es offen ist. Ja.
Ach so, so funktioniert das auch. Aber so wie es aussieht, ja, hier ist es nicht dicht geschweißt. Hm. Hier bläst du durch. Also das Ganze bringt schon etwas, aber etwas, nicht, aber nicht viel. So, was machen wir jetzt mit dem Ding? eBay. eBay. Diese gut. Diese gut, das neue Einschalldämpfer. Ja. M-Performance. Ja, M-Performance. Okay. Ach du Scheiße! Oh. Ach du Scheiße! Und hier alles, alles ruhig. Alter. Nice. Ach du Scheiße, wie laut der ist hinten. Fächerkrümmer von Schmiedmann, Renkatz von Magnaflow, Endschalldämpfer von Eisenmann. Beste Mischung. Ist jetzt endlich fertig verbaut. Ich habe noch einen kleinen Service machen lassen und somit ist das Fahrzeug technisch in einem guten Zustand. Jetzt bleibt uns noch eins übrig. Wir müssen noch gucken, ob die Auspuffanlage etwas gebracht hat. Also der Sound auf jeden Fall ist sehr laut, viel lauter geworden, als ich mir eigentlich gehofft habe. Lasst uns jetzt einen Vorher- und Nachher-Vergleich betrachten, wie der Sound sich verändert hat, aber auch wie die Beschleunigung von 0 auf 100 sich verändert hat. Ob die Fächerkrümmer mit den Renncuts auch wirklich etwas gebracht haben. Danke fürs Zuschauen. Bitte vergiss nicht, dieses Video zu kommentieren. Und okay. So. Ja, vielen Dank für eure Kommentare. Nur das gibt mir Kraft und Motivation weiterzumachen, weil mit so vielen Klicks ist von Geld auf YouTube keine Rede. Jedenfalls, falls ihr auch weitere Tuning-Vorschläge habt, schreibt das bitte in den Kommentaren. Über einen Daumen hoch würde ich mich selbstverständlich sehr freuen. Und somit sehen wir uns in den nächsten Videos. Ciao. Good.